Christian Schemmeier, Vater der Psychologe. Leider jemand aus dem Zoo, weil ich eine Ausbildung habe, werdet ihr gleich verstehen. Ich bin leider im Zoo. Ja, wir reden über Julian Zietlow und ich weiß, es ist oft lustig mit ihm, aber ich meine, heute es ist einfach so bodenlos und also ganz ehrlich, es triggert mich auch wirklich hart. Ich hoffe, ich kriege das hier überhaupt einigermaßen über die Bühne. Und wenn ihr es auch sehen wollt, seinen Kanal, kennt ihr Julian Zietlow. Und ich packe das hier nochmal ein bisschen anders hin. So. Und es geht ja darum, dass er sagt, Leute, wollt ihr echtes Expertenwissen haben über Ängste und Depressionen? Es wird ja immer schlimmer. Also wisst ihr, wenn ihr einfach erzählen würde, ja, ich erzähle euch, was ich meinen Weg und mein Leben und wie ich das russische OnlyFans-Modell klargemacht habe. Alles gut, ne? Oder auch seine Meinungen dazu. Aber er sagt ja, naja, gehen wir einfach mal rein, ne? Also, gehört. Die allseits beliebte Zoo-Floskel. Welche Ausbildung hast du gemacht? Welches Studium hast du dafür absolviert? Wie viele Psychiater oder Psychologen kennt ihr, die schon mal Taubheit gespürt haben? Also ich könnte, glaube ich, auf den Schlag 20 nennen. Also das ist einfach so eine Frechheit von ihm, weil das ist so in jedem Satz ist einfach absolute Chaos drin. Ich finde es auch wirklich, ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass er seine Kinder in der Öffentlichkeit sehr, der Typ hat einfach, für mein Gefühl hat er kein Gewissen, wirklich. Ne? Und jetzt werden natürlich wieder alle Behandler haben natürlich keine Depressionen, keine Panikprobleme und natürlich haben Psychiater haben natürlich keine Probleme, deswegen haben die auch die höchste Selbstmordrate und so, weil die keine Probleme haben. Das ist einfach so eine verdammte Frechheit und also was er jetzt sagt, er hat die Checke, weil er schon irgendwelche Sachen erlebt hat. Ich meine, sein ganzes Leben ist ein einziges Chaos, was er da, wo er das Vorbild sieht, weiß ich nicht, aber das ist, als wenn du sagen würdest, mein Auto hat einen Getriebeschaden und dein Kumpel sagt, ja, ich kann das reparieren. Und dann sagst du, ja, weißt du, wie das geht? Und er sagt, nee, ich hatte aber auch schon mal einen Getriebeschaden. das ist so schlimm. Und das, mir tut das auch so leid, dass Leute da Hoffnung reinsetzen. Tut das richtig in der Seele weh. Das ist einfach, für mich ist das so eine Art Missbrauch, sag ich ganz ehrlich. Ne? Die schon Panikattacken hatten, Angstattacken. Die nicht nur aus Büchern gelernt haben, um es dann anzuwenden und dem Patienten immer wieder denselben Kreislauf vorzugaukeln. Schema F nehmen, auf den packen, der die und die Störung. Also woher meint er, dass Schema F ist? Wisst ihr, wie kompliziert irgendwie diese ganzen Psychotherapie und psychiatrischen Ausbildungen sind? Und er meinte, da gibt es Schema F, da wirklich zigtausend Menschen, Tausende mindestens, machen in zigtausend Studien, machen sich den ganzen Tag nichts anderes Gedanken drüber. Deswegen wird das auch ständig verändert, ständig neue Leitlinien. Für wen ist welche Behandlung die beste? Und dann kommt er daher mit, so, ich war ein Jahr in Thailand im Dschungel, habe ich rumgevögelt. Ich weiß jetzt, wie es läuft. Das Schlimme ist ja, das glauben ja Leute. Das ist einfach. Und das Medikament. Oder Traumata-Heilung. Was im ersten Moment absolut Sinn macht, weil es dir zeigt, du bist nicht schuld. Alles Weitere dann, die Jahre, die man dort verbringt, immer und immer wieder. Aber irgendwie bessert sich nichts. Mich qualifiziert das Leben. Das ist wohl mit die wichtigste. Ja, wie gesagt, wir reden ja hier über handfeste Störungen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt legal ist, sich da so. Aber das interessiert ja keinen. Das Problem ist ja, ich habe ja eine Menge Ausbildung, so. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich, wie soll ich mal sagen, ständig, ich will nicht sagen kontrolliert werde, aber ständig, ich habe tausend Regeln, an die ich mich halten muss. Warum? Weil ich diese Ausbildung habe, so, ne? Also ich muss auch immer, ein bisschen gucken, passt das auch alles und was weiß ich. Und aber jemand, der keine Ausbildung hat, der kann sich hinstellen und kann sagen, ja, ich, hier, was haben wir noch alles? Hier, Ängste, Depressionen, Trauma, Schmerzen, ja, hier, Coaching Call, 50 Euro.
Der hat keine Probleme. Der kann das alles machen, ne? Das riecht mich so auf, ne? Und was er jetzt hier wieder zwischen den Zeilen wieder sagt, ist, du hast dir das alles manifestiert. Ich kann nämlich sagen, Leute, deswegen brauchen wir auch Ausbildung. Selbst wenn du meinst, du weißt, wie du vielleicht deine eigenen Ängste besiegt hast oder so. Weil die meisten haben auch gar keine Ahnung von Gesprächsführung. Habe ich in meinen Ausbildungen immer wieder gesehen, ne? Geht ihr mal zu jemand hin, der komplett am Boden liegt? Wirklich? Nee, macht sie aber nicht. Aber stellt euch mal vor, wenn ihr gerade gut drauf seid. Jemand, der komplett am Boden ist. Ich habe das schon erlebt. Ich habe schon live erlebt. Jemand, der komplett am Boden ist, da geht ihr hin und sagt, du hast ja selber manifestiert, du kleines Dummerchen. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich, wirklich. Ja. Die Frage, die du gerade stellst. Ich durfte es erleben und es ist unaushaltbar. Deshalb, was ich immer gesagt habe, you need me, ich werde gebraucht, ja, aber ich brauche euch. Oh, ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann's nicht diejenigen, die Freiheit gespürt haben, die Freiheit ruft, die im Zoo groß geworden sind, die Freiheit nicht kennen. Aus der Zoo. Aber wissen, da ist etwas. Wie ein Tier im Zoo, was noch nie Freiheit gesehen hat. Aber sie wissen innen drinne, da gibt es etwas. Eins kann ich euch sagen, wenn immer Leute kommen, das ist ja überall so mit der Matrix. Ne? Die Matrix. Also hier ist ja der Zoo. Ne? Ihr blöden Leute. Erstmal ist es immer von oben runter. Also er ist natürlich der Einzige auf der ganzen Welt, der nicht im Zoo ist. So, das ist schon immer Zeichen von echt. Ach Gott, ich sage da jetzt mal nichts weiter zu. Aber die Matrix, das ist das Ego. Ne? Und wenn dieser Typ nicht bis zum Haarspitzen im Ego hängt, dann weiß ich es nicht. Irgendwie, das ist die Matrix. Weil nur die Ego, das Ego hält uns ab davon. Irgendwie, ob wir, ist ja auch, bis in meinem Buch ja auch alles hergelegt, ist ja auch egal. Aber das Ego ist jetzt auch nicht per se schlecht oder so. Aber das Ego, überhaupt nicht. Wir brauchen das ja auch. Aber das Ego hält uns im Prinzip davon ab. Wir brauchen das Ego einfacher, weil das Teil unseres menschlichen Körpers ist, so, ne? Aber das ist die Matrix, das ist nicht irgendwie irgendwas da draußen, die sind alle zu doof oder das ist wirklich so ein Blödsinn, ne? Und dann brauchen wir uns gegenseitig. Und wenn es erstmal nur eine Person in deinem Umfeld ist, oder wenn es erstmal nur das Live ist und dort Leute sind, die langsam wollen. Jetzt kann ich euch sagen, wenn nur meditieren. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht hilft. Es gibt ja auch Achtsamkeitspsychologie und Akzeptanz, Commitment-Psychologie. Das wird ja alles erforscht. Ne? Aber wenn einfach nur so ein bisschen meditieren und ein bisschen thailändische Shanti-Shanti singen, wenn das helfen würde gegen Depressionen und Ängste, würden die Krankenkassen das bezahlen. Das kann ich euch sagen. Ne? Wir wachen im Kollektiv auf. Dein Sohn ist ein wildes Tier, was in einem Zoo groß geworden ist. So, jetzt schreibt ihm jemand, der echt verzweifelt ist. Und für mich ist das auch ein bisschen so wie Leute, die so Krebskranke irgendwie abziehen. Ne? Ja, die Schulmedizin hilft nicht, aber ich habe jetzt hier Löwenzahn aufkochen irgendwie für, ich meine, er nimmt ja jetzt nicht so viel Geld zum Glück, aber Löwenzahn aufkochen für 10.000 Euro, das hilft. Ne? Ja, das, dann bist du, weiß nicht, bist verzweifelt, du machst das alles, ne? So, die sind bestimmt auch verzweifelt, schreibt ihr auch, ne? Verzweiflung, ne? Und jetzt kommt er mit so einem blöden Spruch, ja, du lebst im Zoo. Damit kannst du Leuten, kannst du Leute so fertig machen, weil diese Sprüche werden ja auch nicht helfen, ne? Das ist wirklich. Freiheit, weder gespürt noch gesehen, aber irgendetwas zieht ihn. Seine Seele sagt ihm, das ist nicht die Realität. Er ist in seinem Käfig und da gibt es so einen Ring und da gibt es einen Ast und da gibt es eine Möglichkeit zum Hüpfen. Vielleicht hat er auch zu wenig Vitamin D, weißt du? Das weiß ja keiner, ne? Vielleicht hat er irgendein medizinisches Problem. Deswegen machen die dummen Psychiater ja ganzen Untersuchungen und was weiß ich, ne? Vielleicht hat's, und dann kommt irgendjemand her und sagt, nein, du musst jetzt Shanti Shanti singen und den Zoo verlassen. Ey, oh, das ist wirklich so schlimm, ey. Und da sind seine anderen Artgenossen, die ihm zugeteilt wurden. Und er benutzt den Ast und den Ring und dieses Hüpfding immer mehr und immer besser, genauso wie die anderen. Aber irgendwie macht ihn das nicht mehr glücklich, weil er weiß, da gibt es viel mehr. Er merkt, er wird reduziert.
Da gibt es viel mehr. Und du möchtest ihn jetzt zu den Leuten stecken, die ihm sagen, der Zoo ist wunderbar. Der ist doch wunderschön. Die Taubheit, die dein Sohn spürt, ist genau richtig. Ich muss noch an die Leute denken, die bei mir, also als ich es auch noch live gemacht habe, in meiner Paartherapie-Ausbildung waren und die dann immer dachten, ja, Paargespräche führen, easy. Und dann machen wir eine Übung und ja, weil Sachen, die du nicht übst, deswegen, selbst wenn jemand irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendeine Art von Geheimwissen hätte, was psychische Störungen geht, du musst trotzdem eine Ausbildung machen, weil allein schon, wie man das rüberbringt, das ist wirklich, das ist, aber ich rede in die Wüste, das bringt ja alles nichts irgendwie. Also, das haben die auch gut. Ich meine, ich war auch Seminare gemacht im Alternativbereich und so und in der Körpertherapie-Szene und was weiß ich damals. Glaubt ihr, da waren wirklich Leute mit absolut krassen Fähigkeiten, ne? Die irgendwelche hellsichtigen, was weiß ich, die waren da auch in der Ausbildung, weil da gesagt wurde, ja natürlich, um diese Fähigkeiten richtig einzusetzen, ich bezweifle, dass Julian Zietlow die hat, aber brauchst du eine Ausbildung. Das ist wirklich, das ist, als wenn du sagst, ich weiß jetzt, wie Jura geht. So, und dann brauchst du mal eine Ausbildung, wie das jetzt genau in Deutschland, mit welchen Fristen, das ist eben so. Du musst eben dieses Wissen, was ich nicht vorstellen kann, dass er da irgendwas hat, aber muss angepasst werden an diese Realität hier. Und dafür ist, das ist auch alles sinnlos. Ey. Hier gibt es kein Schema F. Hier kannst du nicht. So, das ist jetzt so geil. Also, der das geschrieben hat, Leute, da ist jemand, der seine Frau von vorne bis hinten durch den Dreck gezogen hat. Ja, der ihr, ich meine, früher haben wir noch Versprechen irgendwas erzählt, der ihr versprochen hat, nie wieder packt sie an andere Frauen, der irgendwie, also ihr das ganze Leben hat sie natürlich auch mit durch Instagram gezogen, hat irgendwelche gruseligen, ich entschuldige mich jetzt, der wirklich, wo ich vorhergesehen habe, dass das exakt 3 Monate dauert, das war mein Ego, ja, und so, und den fragt ihr jetzt nach Beziehungstipps. Leute, ich kann nicht mehr. Zu einem Coach oder Psychologen gehen und fragen, was soll ich tun? Was ich dir sagen kann, ist, geh voll rein oder voll raus. Ja, aber ohne, dann mach das meinetwegen, aber ohne solche schrecklichen Versprechungen und ohne wirklich jede verfickte Sekunde durch Instagram zu ziehen. Mit allem, was du hast. Wenn du noch im Zweifel bist, dann ist der Zweifel genau angebracht. Der Zweifel ist dein Freund. Das heißt, wenn da noch etwas ist, und nimm die Kinder bitte nicht als Ausrede, wenn da noch etwas... Also wie gesagt, ich kann absolut verstehen, das kenne ich auch aus meiner Praxis, Leute dann sich nicht entscheiden können und dann geht es vor, zurück. Aber dann stellt man sich nicht dahin und sagt, so jetzt machen wir hier, bauen wir eine Kamera auf und filmen das alles und ich verspreche dir jetzt hoch und heilig, dass ich jetzt bei dir bleibe und 2 Wochen später bin ich weg. Nee, das geht nicht, finde ich, ne? Das ist, warum du bleiben willst, dann geh voll rein. Wir können es nicht kontrollieren. Vorher zu kontrollieren, ich weiß nicht. Also ich möchte, man sieht ja, wo das hinführt. Ich möchte in keiner Welt leben. Also die Menschen, die in einer Welt leben wollen, wo man sich nicht kontrolliert, die können gerne einen eigenen Kontinent aufmachen. Ich möchte da nicht leben. Ne? Ich möchte in dem Land leben, wo die Menschen sind, die sich kontrollieren wollen. Irgendwie. Das ist für mich Zivilisation. Ne? Und deshalb gehe ich nicht voll rein. Ist die Selbstverletzung. Du wirst andere Menschen immer verletzen. Das haben wir abgemacht, als wir uns aus dem All-Eins aufgesplittet haben. Ja. Ja, mag ja sein. Aber trotzdem sind wir jetzt hier und das weiß ich nicht, das... Auf diese Welt, um uns zu spiegeln. Wir wollen uns lieben und verletzen. Es gibt akute Dinge, die du tun kannst. So, jetzt sind wir schon bei chronischen Schmerzen. Es war aber auch geil, jemand, der Nikotin verkauft. Rapé, ich glaube jetzt nicht, das, also wahrscheinlich, würde ich jetzt mal laienhaft sagen, Wahrscheinlichkeit von Lungenkrebs steigert, super ungesund ist. Der kommt jetzt hier mit Krankheiten und chronischen Schmerzen. Das kannst du ausprobieren. Ob es die Ernährungsweise
die Meditation, die Aufarbeitung von Traumata und so weiter und so weiter ist. Das ist alles erstmal da. Und das alles in 2 Stunden in einem Coaching-Call. Ne? Also das ist, wie gesagt, ich habe gar kein Problem damit, wenn Leute so in ihrer Liga bleiben, in ihrer Spielfläche bleiben und sagen, ja, gibt ja viele, die so, weiß ich nicht, soll ich mal sagen, Coaching-mäßig, ist auch völlig in Ordnung, ne? Also ist, die Welt ist groß, wir alle brauchen viel Hilfe, ne? Das, aber da geht man nicht dahin und sagt, oh, prima, chronische Krankheiten, ja, habe ich alles schon gesagt. Machen wir mal eben hier, zack, 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 zack. Ja. Um dir zu zeigen, dass du richtig bist. Es ist aber nur eine Linderung der akuten Situation. Es bleibt der Zoo. Stell dir den Tiger im Zoo vor, der diverse Probleme hat, diverse körperliche Beschwerden. Du kannst die alle durch unzählige Möglichkeiten lindern. Mein Problem ist auch, ich meine, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ich verstehe ihn einfach, ich verstehe nicht, was er sagt. Aber wahrscheinlich bin ja einer von diesen Leuten mit einer Ausbildung. Ich muss natürlich die Fresse halten und deswegen, weil ich im Zoo bin, verstehe ich es wahrscheinlich deswegen nicht. Blinken, beruhigen, was für die Akutsituation, und das ist das, was ich in den letzten Wochen und Monaten verstanden habe, unfassbar wichtig sind, um dann aus voller Kraft zu realisieren, dass du in einem Zoo hockst und dass nach diesem Problem das nächste Problem kommen wird. Weil du weiterhin im Zoo lebst. Follow your highest excitement. So, jetzt sind wir bei Panikattacken. Und er sagt ja immer, du musst immer nur machen, das ist ja das Problem. Er hat ja diese einfache Lösung, du musst alles machen, immer das machen, das ist ja diese Bashar-Religion da. Immer das machen, was dich am meisten excited, ne? So, ne? Ist ja auch einfach, ne? Wenn du deinem Kumpel einen in die Fresse hauen willst, ne? Machst du einfach. Wenn du deine Frau beschämen willst, machst du einfach. Kinder an die Kameras halten, machst du einfach. So, jetzt kommen die Leute aber sagen, ich habe trotzdem Probleme. Das ist nämlich immer das Geile bei diesen ganzen Gurus. Dann sagen die, ja, es ist nicht richtig gemacht, ne? Sonst hätte es ja funktioniert, ne? Hast du es nicht richtig gemacht, ne? Hast noch irgendwas falsch gemacht, ne? Und so bleibst du ewig in diesem Loop, ne? Und das also gerade bei Panikattacken, wissen wir in der Psychologie, gibt es wirklich hervorragende Behandlungsprogramme, ne? Also das ist, für mich ist das wirklich, also es ist nicht nur mehr als fahrlässig, es ist wirklich, ich finde es fast menschenverachtend, da zu sagen, ich weiß es aber besser, sorry, also es ist wirklich... Excitement ist ein Tool, was du durchleben darfst, sozusagen ein Programm des Zoos, dass du jedes Excitement erlebst, um zu sehen, dass es dich nicht glücklich macht. Du darfst die Spirale komplett fahren, wenn dich irgendetwas zieht, egal was es ist, was dich... So, das habt ihr ja schon gelernt, ne, in diesen Videos. Das ist immer die gleichen, diese Spiri-Gurus, immer das Gleiche. Du hast es dir manifestiert. Es ist nicht so, dass du unter deinen Panikattacken leidest. Ja, du hast es dir manifestiert. Du kleines Dummerchen, hast dir einfach Panikattacken manifestiert, unter denen jetzt leidest, du kleines Dummerchen. Alter, ey. Excited. Geh dem nach und geh voll rein. Umso mehr du reingehst, desto schneller wirst du die Programme des Zoos ausschleichen können. Wir brauchen hier keinen Cold Turkey vom Zoo, sondern einen schleichenden Übergang, einen gentlen Übergang in die Freiheit. Und dafür musst du die Programme des Zoos zu Ende spielen, dass du erlebst, dass dich... Das Problem bei ihm ist ja, dass er ein guter Verkäufer ist, obwohl seine Brand ja scheinbar auch nicht mehr gut läuft. Aber gut, er ist ja auch gar nicht mehr. Ist auch vielleicht deswegen. Wie gesagt, er könnte... Eskimo sagt man ja nicht mehr. Ne? Ein Inuit könnte der 10 Kühlschränke andrehen. Ne? Kein Problem, ne? Diese Dinge nicht glücklich machen. Ja, was ich in den letzten Wochen und Monaten lernen durfte, ist, ja, wirst du. Gut, wenn euch das interessiert, guckt es euch gerne an, die Welt. Ich bin da ganz sehr für Freiheit, aber mir tut es einfach leid, wenn, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, ich bin einfach fassungslos. Es ist auch,
Es ist auch schon fast nicht mehr lustig. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.